Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 21 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind unterwegs mit dem FC St. Gallen im Halbfinale gegen den FC Luzern im Schweizer Pokal. Das letzte Spiel haben wir gegen Zürich gewonnen mit 1:0 und leider haben wir dort unseren Torschützen dann mit einer roten Karte verloren, den Herrn Adamu. Jetzt bin ich mal gespannt, der ist was, ja, ich hab's kommen sehen. In deiner Startelf steht ein nicht einsetzbarer Spieler. Wollte ich gerade sagen, eben, eigentlich müsste der ja gesperrt sein für das Halbfinale. Ebenfalls ist er auch nicht einsetzbaren. Ja, mach mal, ersetzt ihn automatisch, das wird eher Güemose sein, genau, ist er auch. Jetzt gehen wir hier noch schnell rüber. Ich möchte hier Folgendes haben, nicht ausgeglichen, sondern dass sie sich zurückfallen lassen und hier hätte ich gerne wieder den schnellen Aufbau. Dann testen wir das mal. So, auf geht's. Ich bin gespannt, ob wir heil aus der Sache rauskommen. Im Sinne dessen, dass wir nicht noch irgendwie ja, in eine Verlängerung rein müssen oder vielleicht sogar in einen Elfmeter schießen. Ich fürchte, das werden wir tatsächlich auch noch erleben. Vielleicht jetzt nicht hier im Halbfinale, aber im Finale, wenn wir es denn erreichen. Naja, wir werden sehen. Aber schön zum Ball. Ich krieg gerade Lust, tatsächlich selber Fußball zu spielen, wenn ich das so sehe. Wäre aber nicht gerade das Wetter für. Wir haben zwar Sommer, aber es regnet in Strömen. Wie sieht es hier aus? Trocken? Ja, doch. Sieht trocken aus. Guten Abend, Herr Stillhart. So, jetzt zusammenreißen, konzentrieren, langsam aufbauen. Wir haben Zeit, wir müssen nichts überstürzen. Ja, rutsch du mal. Oh, 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 ja, ja, blöd. Blöd rumkrakeln und dann den Ball verlieren. Ah, und der ist im Abseits. Euklides, come on, bisschen aufpassen. Wobei der im Abseits steht, hat natürlich selten Schuld. Das ist der Passgeber, der da aufpassen muss. Na, ja, nicht hier durchtänzeln. Ich glaube, die sind stark. Ja, aber bei den Schuss, ja, den müssen wir nicht irgendwie, wie soll ich sagen, da gab es jetzt nicht, wo nichts, wo wir Angst haben müssten oder hätten haben müssen. Der ist im Abseits, der Kollege dort. Jetzt ist er zurückgekommen, ein bisschen. Ziehen wir mal durch. Ah, und da ist sein Fuß im Weg. Komme ich nicht ran. Und wieder zuerst falsch gelaufen. Ja, spielt ihn zum Torwart. Das ist gut. Ziggy kann Fußball spielen. Oh, aber gefährlich, was er macht. So, ganz langsam. Und dann irgendwie zustechen. Wie nehme ich jetzt? Ja, war nicht im Abseits. Na, das hat wieder ein Feind. Ich bin einfach kein Fan von hohen Flanken in dem Spiel. Ansonsten generell beim Fußball natürlich schon. Aber hier, man kommt zu selten ran. Aber flach war jetzt, glaube ich, keine Option, die wir hatten. Ja, das ist ja wohl wieder ein Pass. Karl-Heinz. Ich renne halt wieder dran vorbei. Aber Glück gehabt. Ja, denkste. Da ist es schon wieder weg, das Glück. Zieh. Also nicht der Feind, sondern wir. Ja, den hat... Oh, ich wollte sagen, den hat Ziggy. Den hat er aber, oder hätte er aber nicht gehabt. Foul. Mann, Schiri. Ei, da muss wieder Ziggy eingreifen. Gibt's da nicht. Ich komme wieder nicht vernünftig an den Ball ran. Ja, jetzt hätte ich ihn erwischt, dann ist er aber gleich wieder weg. Und der ist hinter der Linie. Sehr gut, Abstoß. Gegenkommen, genau, macht er gut. So, versuchen wir es mal mit einer kleinen Tempoverschärfung. Wollte ich gerade sagen, im richtigen Moment spielen, aber jetzt eben eine hohe Flanke. Versuch es mal so. Ja, das war definitiv keine gute Idee. Oh, fast. Oh, nicht zum Torwart. Also ja, warum auch nicht, aber... Da springt er mal wieder vom Fuß, der Ball. Der Herr Schulz hat wieder den Ball. Warum auch immer.
der Herr Schulz den Ball hat. Ja, sehr schön. Frech. Und mutig. Nochmal, das war nicht mutig, das war fahrlässig eigentlich schon. Ja, der ist schön frei gewesen. Gefällt mir. Das war jetzt eigentlich nicht der Weg, den ich gehen wollte, aber dann gehen wir den halt. Oh, das war auch wieder Käse. Dann spiele ich ihn hoch, wenn ich eigentlich gar nicht hoch spielen will. So, gehen wir nochmal dazwischen. Gleich nochmal. Da war ich eigentlich auch dran, wenn man es genau nimmt, aber das hat das Spiel wohl anders gesehen. Aufpassen, wenn sie dort über den Flügel gehen wollen. Ja, einfach zumachen in der Mitte, das ist glaube ich nicht so verkehrt, weil dann kommen sie nämlich auch nicht vernünftig zum Abschluss. Es ist viel komplizierter, als man es eigentlich machen müsste. Der war nicht schlecht. Und dann komme ich hier wieder nicht ran. Jawohl, schön befreit. Jawohl, aber jetzt ist halt in der Mitte wieder keiner. Da grätscht er. Boom. Jawohl. Ruiz. Sehr schön. Da freut er sich zurecht. Schön von der, ja, von der Strafraumgrenze abgezogen und das Ding reingenagelt. Gucken wir uns natürlich nochmal kurz an in aller Ruhe. Batz. Herrliches Tor. Sehr schön. Gut gemacht. So, nicht mauern. Nein, ist zu früh. Wir müssen weiter Fußball spielen. Ja, 33. Minute. Das ist die erste Halbzeit hier noch. Das wäre komplett falsch, wenn wir hier irgendwas ähnliches wie Mauern machen. Immer mal einen Schritt zu spät. Und wieder einen Schritt zu spät. Aber jetzt haben wir... Ja, das machen wir mit Tempo. Ah, ich wollte gerade abschließen. Ja, da ist der Torwart noch dran. Ja, es ist nicht schlecht teilweise von da hinten zu schießen, denke ich. Nicht, weil der Torwart schlecht wäre, sondern weil er dann vielleicht nicht gerade so wahnsinnig aufpasst. Ah, spiel ihn früher. Ich war dran und irgendwie war ich wieder nicht dran. Ja, da war ich dazwischen. Sehr gut. So, ich denke, das 1-0 müssen wir zumindest in die Pause kriegen. Oh, cool. Oh, wenn der durchgekommen wäre. Aber eben, das ist mal wieder wenn, wenn, wenn. Kein Abseits, okay. Jawohl, gut dran vorbeigetankt. Lauf, du bist schnell. Oh, schönes Tackling. Muss man leider auch... Oder hat er sich wehgetan? Da ist aber eh gleich Pause. Oder gerade Pause. Okay, wir führen 1-0, aber nicht, dass jetzt noch einer ausfällt. Das kann natürlich nicht sein. Also es kann schon sein, sollte aber nicht. Haben wir hier irgendwo... Nö, da sind eigentlich alle wieder gesund. Da guckt man, wundersame Heilung. Gut, machen wir weiter. Zweite Halbzeit. Primär kein Tor kriegen. Gerne noch eins schießen.
Aber wir kommen natürlich auch mit 1-0 ins Finale. Wir müssen einfach gewinnen. Oh, ich hatte ihn doch. Ich weiß nicht, was ich da jeweils mache, dass er dann wieder weggeht. Jetzt. Schön gespielt. Ah, da nimmt er mir den Ball wieder weg. Ich mag den nicht. Aber ich muss den auch nicht mögen. Ich muss gegen den Fußball spielen. Ja. Aber da kommt halt von mir wieder keiner hinterher. Eigentlich eine schöne Grätsche gewesen. Oh, und da reagiert keiner. Da haben wir schon den Ausgleich. Ich habe gerade noch gesagt, dass der Fokus sollte drauf liegen, kein Tor zu kriegen. Ja, toll, hat ja hervorragend geklappt. Ja, das ist ein Pass. Junge, mach das mal mit Schmackes. Was war das denn? Die kombinieren sich hier halt schon relativ locker durch, muss man sagen. Dann wieder ein Steilpass. Ja, das war eine ganz schlechte Flanke zum Glück. Und das ist ganz mutig. Wer hat den rausgeballert? Wir. Aha. Ja, daneben gerutscht. Er macht hier Trickchen. Mach mal. Viel Platz hat es nicht gebracht. Gut gemacht. Haben wir den noch? Oh, da hätte auch noch ein bisschen Gas geben können, unser Kollege dort. Unser Kollege, sag mal. Sie wechseln. Muss ich nachher auch kurz gucken. Wahrscheinlich ist wieder einer dann ziemlich im Eimer. Ui, da musste nochmal Ziege eingreifen. Wie der wieder durch alle durchkommt. Ui, und gleich nochmal. Oh, jetzt geraten wir unter Druck. Ja, jetzt haben wir ihn aber. So, jetzt ein schneller Gegenstoß wäre jetzt natürlich etwas Nettes. Zum Beispiel so. Jawohl, genau so. Ja, zu nah auf dem Torwart. Oh Gott. Naja, es dauert noch ein Momentchen das Spiel. Noch ist nichts verloren. Eine halbe Stunde, also natürlich jetzt nicht in Echtzeit, aber im Spiel drin. Ja, wir powern. Ui, nein, oh, du, oh. Mei, wie kann er denn den daneben setzen? Ach, was für eine Riesenchance. Aber eben, man sollte nicht den vertanen Chancen hinterher trauern. Dann wir müssen weiter spielen. War fast klar, dass er das so macht. Ich habe ihn und er ist wieder weg. Ja gut, so ist okay. Schieß mal. So, wir müssen die Verlängerung. Oh nein, ich muss erstmal gucken. Ich wollte gerade sagen, die Verlängerung von uns fernhalten. Ja, Cabral ist halt auch schon wieder irgendwie nicht mehr allzu fit. Da haben wir aber mit Lüchinger, glaube ich. Jawohl. Einen valablen Ersatz. Den nehmen wir mal. So, dort hinten wieder ein bisschen Tempo reinkriegen. So, hau raus. Aha, ja, das ist der Wechsel. Ein bisschen warten, wir sind sonst zu wenige. Oh, schön gemacht. Jawohl, sauber. Okay, das sah jetzt eigentlich relativ einfach aus und irgendwie war es das auch. Und irgendwie durch die Mitte durch ist normalerweise meiner Meinung nach kein gutes Rezept, aber guck mal. Ein Schritt schneller.
Batz und in die Ecke. Ja, sauber. Gut, jetzt Verwaltungsmodus. Nein, wir spielen natürlich weiter. Aber, also Verwaltungsmodus eben, dass wir einfach den Ball nicht mehr hergeben. Aber ich möchte tatsächlich, jawohl, hier weiterspielen im Sinne dessen, dass wir vielleicht sogar ein drittes Tor noch suchen oder finden. Sauber. Nicht gleich wieder verlieren. Oh, da ist halt die Kugel gleich wieder weg. Ja, daneben. Hauen wir den Ball raus. Weg ist weg. Und wir haben ihn sogar. Das heißt, wir hatten ihn. Weil irgendwie viel länger als eine Sekunde habe ich den Ball irgendwie nicht mehr. Alles klar, die müssen natürlich Druck machen, die Luzerner. Die wollen hier den Ausgleich, mindestens den Ausgleich. Damit sie noch in die Verlängerung kommen können. Haben wir. Oh, haben wir nicht. Ui, ich sah ihn schon drin. Oh, jetzt leiden wir aber. Okay, Ballsicherung. Wenn sich eine Situation ergibt, wo es Sinn macht, werden wir natürlich angreifen. Abseits? Nein? Doch. Ja, ich habe es fast befürchtet. Das eben nicht den Ball halten. Das ist wieder wild nach vorne rennen und den Ball verlieren. Ja, da zumachen. Oh, gefährlich. Ja, Ziggy. Ziggy ist eine Bank. Sehr gut. Gehen nach hinten rum. Die Zeit haben wir. Jetzt nur nicht irgendwie dann in den Konter reinrennen. Ja, ich habe es gesehen und spiele trotzdem. Oh, vor lauter. Vor lauter, die Idee wäre gut. Ja, aber nicht, wenn er im Abseits steht. Dann natürlich nicht. Ah, das war auch wieder Käse im Quadrat. So, befreien. Das war halt zu nah am Torwart. Aber es war nochmal eine Chance. 87. Minute. Oh, gefährlich Konter. Reicht dieses 2:1? Ich wollte gerade sagen 1:0, aber es ist ja 2:1. Ach, du Grüne. Zumann. Ja, okay, gefällt mir. Eigentlich ist rum. Nachspielzeit 2 Minuten. Das müsste nicht sein. Boah, eieiei, nochmal eine ganz, ganz gefährliche Situation. So, ich wechsle nochmal. Wo brauchen wir Verstärkung? Am ehesten schon in der Verteidigung, vielleicht in der Zentralen. Da haben wir Lett da, Innenverteidiger, nehmen wir den rein. Und wir nehmen noch, naja, den Captain lassen wir drin. Ja, wir lassen's. Ich würde das so lassen. Gut, jetzt die letzten 2 Minuten. Stehen wir kurz vorm Finale. Ich hoffe es doch. Ich habe den jetzt ganz bewusst nicht rausgeballert. Ich möchte den Ball halten, wenn es irgendwie geht. Jawohl, zwar so. So, pfeif ab, ist schon lange rüber. Jawohl, da haben wir's. Das Finale. Und jetzt gegen wen? War wieder ein knapper Sieg, aber das war ja klar. Eben, die werden halt tatsächlich stärker mit der Zeit hier. Im Finale wird uns wahrscheinlich dann nochmal ein anderer Wind entgegenwehen. Ich sehe es kommen. Sehr fair hier. Ja, das ist halt mein FC St. Gallen. Wir sind faire Jungs. So, gehen wir mal schauen.
Ja, brauchen wir nicht mehr Zusammenfassung? Wir würden gerne wissen, gegen wen das wir im Finale spielen. Gegen Servet Genf. Oh lala, die haben tatsächlich die Basler geschlagen. Da wäre jetzt bei mir Basel natürlich Favorit gewesen, aber Servet ist halt auch stark. Vor allem früher sehr stark. Die hatten wir Kalle Rummenigge noch für eine Saison, als der schon ein bisschen älter war. Dann haben wir gesagt, ja, jetzt kommen die alten Deutschen hier noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, aber der Herr Rummenigge, der wurde damit Servet Meister und Torschützenkönig. So, jetzt. Ja, gegen Servet, so wie es aussieht. Da haben wir es. Schweizer Pokal, Finale, 23. Mai. FC St. Gallen, Servet. Okay, gut. Ja, dann, ich werde mich jetzt mal ein bisschen vorbereiten darauf, mit ein paar Trainingsspielen noch. Damit ich dann wirklich fähig bin, Servet zu schlagen und ihr tatsächlich mit dem FC St. Gallen den Schweizer Pokal holen. Das wäre sehr schön. Danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns dann, ja, hoffentlich im Finale wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.